Denn du hast sie in dunklen Hose gekorkt. Ja, das kann ich auch im Hellen, aber... Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Jetzt erstmal einen Weihnachtsbaum aussuchen. Ja, genau. Das ist wichtig zu Weihnachten. Hey, Afrim. Guck mal da, der Junge. Der von den Krasnichis hat uns verarscht. Psst, Afrim. Wie fröhlich er dabei noch ist, dass er verarscht wurde. Geil. Da ist er. Bab, sind die Chebobo schon fertig? Er ruft nach Chebobo. Dann ist seine Vater auch... Ja, er hat doch nach seinem Bab gerufen. Und bestimmt da. Oh. Er ist alleine. Waschkim, ja. Du bist verrückt. Du willst heute Abend hier rein? Ja. Obwohl der Junge sagt... Bist du ganz stumm? Ja. Was ist? Ja. Das ist keine gute Idee, Waschkim. Afrim, in diesem Haus finden wir... Ich dachte, jetzt kommt auch, ja. 1000 Bitcoin und natürlich gehen wir rein. Wir gucken Champions League und da kommen wir wieder, so um 11. Ja. Das würde ich als Einbrecher auch machen und als Zweibrecher. Irgendwo zwei zu brechen, um Fernsehen zu gucken. Um 11 Uhr. Dann ist es dunkel. Und Kinder haben Angst im Dunkeln. Afrim, du hast sie in dunklen Hose gekorkt. Ja, das kann ich auch im Hellen, aber... Du hast sie in dunklen Hose gekackt. Afrim, bist du bereit? Hallo, kleine Junge, kommst du raus spielen? Hier ist der Weihnachtsmann. Ja, der Weihnachtsmann will mit Sicherheit draußen mit dir spielen. Mhm. Er hat ja nichts zu tun. Und hier ist Nikolause. Ja, jetzt kommen alle Peter dran. Wir haben viele Geschenke für dich. Komm, machst du die Tür auf. Scheiße, Dreck. Genau. Wenn mir einer unter Klöten ballert, würde ich auch einfach nur Scheißen, Dreck sagen. Oh, oh. Hurensohn. Voll freundlich, Mann. Na gut, das sind Zweibrecher, wäre ja auch nicht freundlich. Ja! Der hat eine Kalaschbaschkim. Ich weiß, wie, Jack. Ich gehe zu der anderen Tür und dann schlage ich ihn kaputt. Na, dann mach das. Ja? Wo bist du, kleiner Junge? Ja, ich bin unbesiegbar! Ja, genau. Ob das wirklich so funktioniert, wenn man den Türgriff so an etwas Heißes dranhängt, dass er von außen auch so heiß wird? Na gut, da ist eine Stange, die mit durchgeht. Könnte funktionieren. Hä? Ah! Scheiße! Genau! Wenn ich so ein Bügeleisen auf dem Schädel kriege, sei ich auch einfach nur scheiße. Ich bring dich um, du kleine Missgeburt. Oh, voll nett. Diese Schreie immer sind so geil. Das heißt, mein Kopf brennt, der Scheißendreck. Mein Kopf brennt, Scheißendreck, perfekt. Gerade meine Haare gemacht für 5000 Euro in Türkei. Wir sollten 5000 Euro für Haare machen. Hat er sich neu einpflanzen lassen, Alter? Waschkim, ich komm rein. Oh nein, ich hab so Angst vor euch, bitte nicht! Das ist mir scheißegal, ich bring dich um, du Hurensohn! Ich hab dich verarscht, du Idiot! Naja, wenn ich. Familie! Oh, Tachi! Dieser Schrei! Ich werd dich umbringen! Afrim? Waschkim? Warum hast du eine Pfeile auf Kopf? Bist du der Avatar? Perfekte Frage! Bist du der Avatar? Warum siehst du aus wie eine Chicken Burger? Komm doch, ihr Pussies! Also, mein Chicken Burger hatte noch nie Federn. Perfekt. Pass auf, Afrim! Nee, ich lass es lieber mitkriegen. Kein Problem, Afrim, ich bring ihn um. Scheiße! Waschkim! Oh, mein Rücken! Mein Rücken! Er kriegt's gegen die Birne, mein Rücken! Warum schmeißt du mir? Na gut, er ist auf den draufgeflogen. Forbe, bist du geisteskrank, du Psychopath? Mein Haus wird gerade ausgeraubt. Kommen Sie schnell vorbei, hier sind zwei Verbrecher, bitte! Da ist er! Mein Haus wird ausgeraubt, hier sind zwei Verbrecher. Na ach was, wenn's Haus ausgeraubt wird, hätte ich gedacht, das sind freundliche Weihnachtswichtel! Afrim! Ich hab ihn, Waschkim! Ich hab ihn, Waschkim! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Hilfe! Hilfe! Und jetzt genau wie es Spider-Man gemacht hat. Ja, Spider-Man hat das auf jeden Fall mit dem Lenker gemacht. Was machst du, Afrim? Oh, nix bewegen. Afrim! Oh.
getroffen, Baschkim? Hab ich getroffen? Ja, du hast getroffen, du Idiot. Wo ist denn endlich die Polizei? Wenigstens antwortet er richtig. Hey. Hallo, mein Freund. Kommst du sofort her? Er hat ja gar keine Wahl. Zuerst rasieren wir seinen Kopf. Und dann verbrenne ich seine Hände. Oha. Dann eine Bügeleisen in sein Gesicht. Und dann esse ich alle seine Finger wie Grillwürstchen. Dann esse ich alle seine Finger. Jetzt wird's aber ernst. Genau. Komm schon. Wir sind die feuchten Banditen, das schreibt mein F-O-J-B. Halt die Fresse! Halt dein Fresse auf! F-O-J-B? Ja! Rein in den Wagen! Tschüss, ihr Idioten! Fass mir nichts an, Kolleg! Und nicht die Seife. Warum ist das ein Kollege? Fallen lassen. Oh, ja. Recht hat er. Kevin! Oh, Kevin! Mann, bist du das? Oh, Kevin! Frohe Weihnacht, Kevin. Oh, Mom. Ich hab euch so vermisst. Ich liebe dich, oh meine kleine Kevin. Jo, Freunde, was geht ab? Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Freunde, das war der vierte Teil von Wenn Kevin allein zu Hause ein albanischer Film wäre. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Nichts vergessen zu liken. Und Freunde, teilt dieses Video. Das war nochmal alles neu gemacht mit neuen Szenen, neu bearbeitet, bessere Qualität. Und checkt unser Merchandise ab. Wir sehen uns beim nächsten Video. So, das war wahrscheinlich der letzte Teil von Allein zu Hause. Jetzt fehlt nochmal New York Neuauflage. Wobei, ich habe das alte noch nicht mal ganz geguckt, oder? Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.